Bist du schon wieder auf der Arbeit, Alien? Ja, natürlich. Schau mal einer an. Alien ist vor mir da. Ich hab doch gesagt, ich bin fleißig. Ja, das kann man dir aber so selten glauben. Deswegen bin ich so irritiert. Okay, wir machen das mal anders. So. Okay, das noch und das noch. Brot. Ja, legen wir mal hier hinten rein. Bogen werde ich jetzt nicht brauchen. Okay, dann kann ich jetzt effektivst arbeiten. Effektivst. Oh, hier ist es immer noch so tief, verdammt. Ich muss gleich mal zu meinem Häuschen gehen. Stimmt, da wollten wir auch noch hin. Ja, das können wir gleich mal machen. Wie weit muss ich denn hier bis hier? Okay, der Baum. Ah, jetzt habe ich natürlich die Axt gerade weggelegt. Nö, ich brauche ja keine Axt. Dann nehmen wir aber noch Glas mit, Alien. Okay. Das könnten wir jetzt eigentlich gleich mal machen. Da können wir in deinem Haus noch ein bisschen tüfteln. Da hatte ich nämlich auch was vor, dass wir da ein bisschen was in Gang bringen. Hast du noch genug Glas? Weiß ich nicht. Ich gehe mal schnell welches brennen. Wenn du noch ein bisschen machen willst, dann kannst du machen. Sonst könntest du aber auch zum Lager kommen. Ich habe auch noch ein bisschen Sand in meiner Tasche. Das ist gut. Wie gesagt, ich zwinge dich jetzt gerade nicht zum Arbeiten. Wenn du nicht möchtest, dann kannst du gerne auch wieder zum Lagerhaus kommen. Ich mache es doch diese Schippe kaputt und fertig. Gut. Ist okay. Ist gebongt. Ja. Das ist sehr nett, dass du mir das erlaubst. Da war das jetzt natürlich voll sinnvoll, dass ich extra so viel Erde eingepackt habe, wenn wir die jetzt hier wieder raushauen. Naja, gut. Die Pläne ändern sich. Wir wollen ja auch mal was anderes machen, anstatt immer nur hier zu sein, ja. Alien will ja auch mal wieder nach Hause zu ihrem Hütchen. Ja, du bist ja auch sehr langweilig hier. Deine Mama ist langweilig. Nein, meine Mama ist nicht langweilig. Doch, ich kenne doch deine Mama. Nein. Doch, sicher. Nein. Wer bist du eigentlich, dass du alle kennst? Ich bin Gott. Man nannte ihn Gott. Ja, Gottfried bin ich. Oh, guck mal hier, wie das zugewachsen ist. Das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Vorne müsste ich noch ein bisschen was dran machen. Das Alter, deine blöden Schlangen hier. Die sind nicht blöd. Doch. Nimm das sofort Ich habe eine Marke. Die gehen mir immer quer durchs Beet. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte Glas, ne? Bin total durcheinander. Oh. Ich glaube, das hatte ich aber woanders. Du Schlange oder was? Du bist nicht so schön wie meine Schlangen zu Hause. Alien, benutzt bitte ordentliche Sprache, ja? Was nehmen wir denn mit? Ich nehme einfach das mal komplett mit. Ist zwar nicht viel, Sand gibt es aber auch dort am See, das weiß ich noch. Was ist denn hier noch so drin? Stein? Sonst nischt. Okay, dann kann der Stein mal hier raus. Ja, jetzt kriegst du wahrscheinlich selbst auf die Fresse, wa? Um das mal in deinem Slang auszudrücken. Oh! Herrlich. So eine Kacke. Du hast es verdient, Alien. Du hast es wohl verdient. Nicht verdient. Okay. Ja. Ich muss mein Zeug wiederholen. Ja, hol mal dein Zeug. So, und zwar möchte ich der Alien so ein kleines Beet machen. So ein Hexen- oder Kräuterbeet, wo wir von allem so ein bisschen was reinpacken. Genau. Ja, weil das einfach dann. Ja. Im realen Leben ist Alien eine Hexe. Oh, der scheiß Tiger lebt ja noch. Hey, du Sau, wenn du mich jetzt nochmal umbringst, ne? Dann muss ich dir wohl helfen, wa? Da ist schon wieder Fraßschaden. Zwei kaputt, ja? Das kann ja auch nicht wahr sein. Das repariere ich immer so zwischen den Folgen, damit das mal so wieder ein bisschen aufblüht. Aber die Felder, die, guck dir das mal an, die sehen aus wie Sau, weil ja immer die ganzen Rehe reinhüpfen. Und die Vögel klauen ja auch noch. Drecksvieh! Nein! Oh. Das gibt's auch. Brauchst du Hilfe, Alien? Liegen meine Sachen schon wieder da. Okay, nein! Ich kann nicht mehr gerade ausgehen! Wo war der denn? Dann hole ich mir den mal. Nee, lass mein Zeug da liegen. Oh. Ich glaube, ich weiß es, oder? Ist es der? Der geradeaus, Alien? Ich hab keine Ahnung, wo geradeaus ist. Ich bin drinnen. Ja, gerade auf dem Weg. Hier liegen nur Schleimbälle. Ja, ich krall mir einfach mal den. Nee, das ist weiter links. Och, guck mal. Hey, stirb! Weiter links. Ich meine nach rechts. Weiter rechts. Hier bin ich. Hier drüben. Wo? Da. Ist das der Weiße da? Ja, hier liegt auch mein ganzes Zeug. Dann hol dir mal dein ganzes Zeug, da mache ich den jetzt mal fertig. Ich zeig dir, wie das geht. Oh, 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 ich hätte warten sollen. Nein! Ich hatte nicht voll. Jetzt will er mich auch schon wieder. Ich hatte nicht volles Leben, weil ich ja eben schon einen Tiger getötet hatte. Ach, ätzend. Ja! Hast du ihn besiegt? Ja! Ich habe gesiegt. Oh Mann. Ach
gut, die ganze Erfahrung, wer braucht die ganze Erfahrung, ja? Oh Mann. Die ganze Erfahrung geht immer hier den Bach runter. Könntest du mir mein Zeug wiedergeben, Alien? Ich hab dein Zeug nicht, das liegt ja noch. Ah, das ist gut, das ist sehr vernünftig. Ruhe, Elefant. Aber ich glaube, du hast meine Schippen. Oder ein, nein, doch nicht. Laber keinen Scheiß, Alien. Laber keinen Scheiß. Aber du doch keine Scheiße. Okay, wollen wir jetzt zu deinem Hütchen gehen? Ja. Du altes Hütchen. So, Melonen hab ich, Kürbisse hab ich und den Rest finden wir auch dort. Hattest du zufällig Zuckerrohr in deiner Tasche? Ja, ich hab welches dabei. Jetzt hast du das, ne? Ja. Ja, ich dachte, wenn, dann pflanzen wir von allem so ein bisschen an. Finde ich einfach schöner. Ja, das können wir gerne machen. Ich komm nicht rauf. Wie viel Hühnerfleisch einfach so immer rumliegt. Mhm. Ja, ist doch nett. Das ist das Schlaraffenland. Ja, endlich sind wir da im Schlaraffenland. Ich bin vor dir. Oh. Ich überhole. Ah, da bist du. Ich habe eine Abkürzung genommen. Du Arschloch. Du kennst den Weg zu meinem Haus besser als ich. Ja, du hast ja sowieso keine Ahnung. Meine Kaninchen. Ey, da ist ein kleines Kaninchen drin. Es hat geklappt, ja. Das hat sehr, sehr wohl geklappt. Ach Mist, ich wollte noch einen Zaun nehmen, um hier was umzusetzen. Ja, es muss ja auch Hacke heißen, oder? Dann heißt es Hacke Paul. Hacke Paul, ja. Bist du sicher, dass es ein Männchen ist? Ja. Sehe ich da kleine Nüsschen? Ich habe sie schon gesehen. Ich habe keine Hötchen gesehen. Hast du Hötchen gesehen? Sie haben ein Kind gezeugt. Mal sehen, wie viele Kinder es werden. Moment mal, okay. Warum habe ich ein Kaninchen auf meinem Kopf? Ja, weil du jetzt Hacke Paul auf dem Kopf hast. Nein. Warte, soll ich dir das mal aufmachen? Das waren schon zwei Kaninchen, oder was? Nein. Doch, da ist noch ein Kaninchenbaby drin. Nein! Stimmt, noch eins. Wo ist jetzt Hacke Paul hin? Hacke Paul ist jetzt drin. Okay. Wie nenne ich jetzt noch den anderen? Nein! Ach, du Doofnuss. Komm her. Du hast Hacke Paul rausgelassen. Ich hab Hacke Paul. Hacke Paul ist safe. Und dann kommt noch Hacke Paulina. Komm her, Hacke Paul. So, ich lass Hacke Paul auch mal hier rein. Hast du die jetzt Paulina genannt? Ja, Hacke Paulina. Ach du Scheiße. Nicht Paula oder so, nee, Paulina. Oh, doch nicht. Ich habe ihr doch keinen Namen gegeben. Doch. Du hörst ja auf. Die legen jetzt hier richtig los gerade. Ja, heißt die jetzt Hacke Paulina? Ja. Aber ich kann das nicht sehen. Ja, setz die ab und komm mal raus. Also wir lassen die jetzt einfach. Die zeugen hier jetzt am Stück immer mehr Viecher. Ach, bist du schon wieder rausgegangen? Komm. So. Oh mein Gott, das sind wirklich ja noch mehr geworden. Lass die jetzt einfach. Wieder. Du hast, so. Du Arschloch! Meine Kaninchen! Wir müssen hier auch mal zu was kommen, Alien. Mann. Okay. Alien ist zu fixiert auf die Tiere, ja? Nein, nur auf die Kaninchen. Tierliebe ist ja schön und gut, aber... Ich werde das Gehege von den Kaninchen irgendwann noch vergrößern. Oh. Hier entsteht so eine eigene Farm, ja? Ich mach eine Kaninchenarmee. Fresst Kaninchen, fresst ihn. Ja. Okay, dann baue ich derweil hier mal so ein bisschen an Aliens Hütchen. Also am Kräuterbeet. Mach das da auf die Seite? Ja, also ich möchte das nicht hinten dran machen, sondern auf die Seite, weil hier ein bisschen mehr Platz ist. Hallo. Da geht man immer aus dem Gehege von den Hühnern raus und schon haben die wieder neue Eier gelegt. Ja, die sind genauso fleißig. Ja. Ich kann noch mehr Hühner machen. Aber es ist jetzt krass, wie schnell die Häschen hier loslegen. Gut, ich meine, das ist doch recht realitätsnah. Wir sind nämlich schon wieder zwei neue. Echt? Ja, ja. Oh, geht. Warum sind die alle braun? Ich weiß nicht. Ist ein Gendefekt. Irgendwie sowas. Ein Gendefekt. Also jetzt nichts gegen Schwarz oder so, das ist ja auch kein Gendefekt, aber... Nein, Weiß ist ja ein Gendefekt. Ich muss den Auslauf echt noch ein bisschen vergrößern. Da kommt ein Waschbär. Ich hoffe, der kann nicht hier rein. Wir sollten jetzt direkt schlafen gehen, Alien. Na gut. Dann kommen Sie bitte ins Gehege. Ja. Ich eile. Ich schwimme. Jetzt muss ich mir hier durch die Doppeltüren kämpfen. Das... Oh. Hallo, das ist nur für... Zum Guten für die Hühner, ja? Achso, ich lag da. Ne, ich wollte an der Wand liegen, ne? Ach, ist egal. Nein, raus aus meinem Bett. Hey, raus. Oh, Mann, oh, ich war schon am Schlafen. Jetzt muss ich erstmal wieder einschlafen können.
Ich möchte schlafen, bevor du anfängst zu schnarchen. Zu spät. Das ist lustig, ich schnarche ja, bevor ich schlafe. Achso, verdammt. Weg, du scheiß Huhn, weg! Ach, das Huhn ist... Der möchte das Kanin... das Huhn. Huhn, jetzt hau doch mal ab hier! Ich hab keinen... Doch, ich hab Samen dabei. Hast du zufällig mein gebratenes Fleisch eingesammelt? Ja, ich glaube schon. Brate ich mir hier mein neues. Überall ploppen Eier. Ey, du hast einen Huhn reingelassen. Dein Fleisch muss gerade mal warten. Ich muss hier ein bisschen Glas noch machen. Wie, ich habe einen Huhn reingelassen. Was hat sich selbst eingeladen? Es hat gesagt, es hat Geschenke. Oh, noch mehr Kaninchenbabys. Bald, wie viele Viecher jetzt hier schon sind. Der Waschbär, der steht schon draußen und lauert. Ja. Und Hacke Petra ist im Boden verschwunden. Ich glaube, ich mache noch ein paar Zäune. Ich bin mal gespannt, wie das hier ausartet, ja. Anders kann man es ja gar nicht bezeichnen. Die Kaninchen sind wichtig. Die Kaninchen sind wichtig. F mich nicht mehr. Doch, ich darf das. Nein. Du bist schwul. Das war mein größtes Geheimnis. Wie konntest du das verraten? Chavo hat echt gar keine Freundin, sondern er hat einen Freund. Ja, aber ich bin der Mann in der Beziehung. Also ist sie meine also ist er meine Freundin. So. Ey, hör auf zu fauchen hier. Scheiß Bär. Scheiß Bär. Gut, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das hier mache. Ey, der Hacke-Paul stirbt. Warum? Hacke-Paul hat nur noch halbes Leben. Der wurde irgendwie angegriffen. Vielleicht vom Waschbär. Ja, der Waschbär hier. Der Waschbär hüpft. Ja, ich sehe ihn auch. So ein Schwein. Nein, ich kann nicht mehr gerade aus. Muss man gerade gucken, wie wir das hier machen. Ich möchte hier so ein kleines, wie gesagt, so ein kleines Gewächshaus machen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wie ich das anstellen soll. Oh nein, sie haben eins von den Kaninchenbabys getötet. Nein. Das gibt blutige Rache. Ich werde jetzt eine Weile trauern. Dann mach wenigstens den Waschbären kaputt. Ich habe die Waschbären schon ermordet. Sehr gut. Sie haben es verdient. Oh ja. Wie breit mache ich das denn hier? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie so? Ich glaube, ich mache das so. Kann das sein? Ist verdammt, das gut so? Das ist so ein Riesenbaum. So eine Scheiße. Nee, ich werde das anders machen. Und zwar... werde ich hier das Wasser hinmachen. Ich möchte ja die Pflanzen nah am Weg haben, dass man die leicht rausnehmen kann. Das macht ja ein bisschen mehr Sinn. Das heißt, hier kommt die Erde wieder rein. Hier wird ein Weg reinkommen. Da muss ich mal gucken, ob wir das jetzt hier über Eck machen. Ich weiß es nicht. Bist du am Rätseln? Ja, ich gebe mir gerade selbst Rätselaufgaben. Aha. Was ist der Sinn des Lebens? Tja. So, ganz ordentlich arbeiten hier. Oh, ob das klappt. Ah, das geht sogar cool. Nein. So. Und du. Hier müssen wir dann. Oh. Zuckerrohr? Ne, gerade nicht, danke. Ich guck gerade hier noch. Na gut. Habe ich Eimer? Jetzt habe ich keinen Eimer. Hast du Eisen, Alien? Nein. Na, ist natürlich. Oh, shit. Unten in der Höhle. Ja, ich meine, die Höhle hatten wir hier schon so weit ausgenommen, ne? Da war ja nicht viel drin. Und in die andere Höhle gehe ich nicht mehr. Das ist jetzt auch zu weit. Ich meine, da haben wir an sich schon alles rausgeholt. Bis wir tief da drin dann gestorben sind und alles verloren haben. Und somit, ja, hat es sich eigentlich nicht wirklich gelohnt, da reinzugehen, aber... Ja, das war ein harter Schicksalsschlag. Ja. Ich konnte wochenlang nicht schlafen. Ich kann heute immer noch nicht schlafen. Chavo hat hier richtig geflennt. Ja. Wie ein Baby. Zehn Zewa-Rollen habe ich voll gemacht, ja. Diesmal nur mit Tränen. Oh Gott. Oh Gott. Es wären so viele Kaninchen. Wenn das deine Freundin hört. Na, die guckt das ja zum Glück nicht. Nicht mehr. Die denkt ja, sie wäre was Besseres, so. Ja. Ich glaube schon. Tja. Nein, Quatsch. Ich mag sie trotzdem ein bisschen. Das gefällt mir jetzt oben aber nicht so. Da ist der Abstand zu groß. Ich muss mir überlegen, ob ich da vielleicht nur Half-Steps draufsetze. Mal schauen. Das überlegen wir uns später.
Und ich glaube, ich mache das jetzt hier über Kreuz. Ja, nicht über Kreuz, über Eck meine ich. Wenn die Blätter hier mal weggehen würden, wäre das eigentlich ganz cool.